Moin, ein Wort von mir heute einmal zu diesem Lichtschwert. Das Ganze kommt von der Marke Custom Saber und ja, wir öffnen einfach mal das Siegel und schauen uns das an, was uns denn hier erwartet und wie das aussieht. Das sieht auf jeden Fall ein bisschen kürzer aus als andere Modelle, die wir bisher so gesehen haben, aber ansonsten nach Art sehr ähnlich das hier richtig Ziel. Wir haben erstmal ein schwarzes Griffstück oder Halterung. Das Ganze ist noch mit einem Netzteil und nicht mit USB-C ausgestattet und eine relativ kurze Klinge dazu. Die schiebt man dann entsprechend hier rein. Vorher löst man das Plastik logischerweise wieder eben da dran, damit es nicht unnötig lang wird. Das heißt, bestimmt beim letzten Mal, wenn ich das erstmal alles noch vorbereite, dauert das ein bisschen und so funktioniert es erstmal auch. Hier kommt dann entsprechend eine Schraube rein, um das Ganze zu fixieren. Und ich würde sagen, wir schalten das mal an, gucken uns die Farbe an. Ein bisschen Sound sollte auch dabei sein. Mal schauen. Fast leer, aber so sieht es erstmal aus und hat so eine Animation fürs An- und Ausschalten und jetzt ist es endgültig leer, aber wir haben es glaube ich ganz gut einmal gesehen und ist halt ein deutlich günstiger als die anderen Schwerter, die wir auf dem Kanal bisher gesehen haben, also man kann hier ja, ein günstiges, kleines, alternatives Lichtschwert auf jeden Fall auch sich mal erlauben.